zwei Autos von uns bestätigt, kannst du dagegen gefahren und so. Rechts, und der rechts, dabei, rechts. Freund. Ja. Jo. Meine Tür ist kaputt. Rechts. Also, die gehört zu denen, sicher? Bist du sicher, ja? Ja, nee, das hab ich dich gefragt. Achso, er ist auf jeden Fall vor uns, wenn wir Zollstoff abbauen. So, so, suchen wir den. BMW? Was? Weg, wer ist das? Warte mal. Okay. Was ist das doch? Oder sind die? Also auf jeden Fall ist der Wagen vorher von der Zollstreife abgehauen und so oder so suchen wir den. Junge Mann, bitte bauen Sie keinen Unfall. Niemals. Hab ich schon einen Unfall gebaut? Nein. Meine Tür ist nur kaputt, weil er seitlich ausgestiegen ist. Ja, ist einfach fett gewesen. Ja, aber warum fällt die Tür denn auch ab? Also ist ehrlich. Links, ja, aber ist. Links, ist links. Na, ich hör's. Da. Ja, da. Finanzbehörde, stoppen Sie sofort Ihr Kraftfahrzeug. Die Geistbahn. Ja, gib mir den Prüfung, wir sagen Bescheid, dass wo wir sind. Ja. Sind die ins Tor? Die Befolgungsjagd hier im Funk? Ne. Ist die Befolgungsjagd des pinken Fahrzeuges hier im Funk oder nur einser? Ja, also positiv vom pinken Fahrzeug. Okay. Hit den Weg. Ich hab ne Rampe, ne? Ja, deswegen. Also aktuell sind die bei Nachrichtensender, fahren jetzt alte Rettungsdienstwache. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Staatsbahn, gleich beim Golfpark. Fahren jetzt am Fitnessstudio vorbei, weiter Richtung EMS-Zolldirektion. Es steht nicht direkt hinten. Rechts. Links. Ja, ich sehe es doch. 71, 77. Ja, links dran. Jetzt hat es gedreht, hat es gedreht. Ja, ja. Oh Bruder, fahr den doch einfach rein. Daher, das ist eine amtliche Maßnahme. Stoppen Sie sofort Ihr Kraftfahrzeug. Oh, wie schön das ist, Mix? Der Fahrzeug an. Er fährt jetzt alte Landespolizeiwache. Nein, wir holen ihn mal nicht. In Richtung PT-Tankstelle. Kriegt der so noch hin, der S-Mix, oder? Wollen die im Pit oder was? Was fährt hinter uns? Abhol. Nachhol. Ja, du kannst euch fragen, ob wir die pitten dürfen. Nein, nein, wir pitten nicht, sondern die machen. Digga, Hisman, du brauchst nicht sagen, du pittest jeden Tag dreimal. Nee, ich hab schon seit zwei Wochen kein mehr gepittet. Ja, 4010, jetzt in der Prüfungszeit mit diesem pinken Auto. Wir fahren gerade mit der Lapo zusammen mit 8022. Beim alten Assistance gerade hoch. Oh, tschüss! Hat der VU gebaut? Nein. Ja, dann nicht. Sofort ihr Fahrzeug an. Letzte Aufforderung. Ja, der fällt jetzt. Ist ja süß, ja. Links, durch das links. Ja, ich wollte gerade fucken, Funkplatz. Informativ, ihr fährt jetzt oben in den Wilmenviertel rein. Aktuell ja, 61, 72. Pol 2, ne? Pol 2, ja. Wie folgende Einheit mit den Pol 2 finden? Informativ, Person fährt immer noch oben bei den Häusern, bei Hotels. Ist jetzt 61,06. Biegt links ab weiter Richtung Standort zu planen. Wo ist er? Oh mein Gott! Ja, was ist das für eine Karre, Digga? Oder ich ramme alles weg mit dem Ding hier, das ist alles eigentlich für die Toyota! Ich ramme alles weg! Oh mein Gott! Fuck! Fahr links! Rechts, ah, rechts! Rechts! Aktuell die 6048, ja, hier fahren noch die Häuser hoch. Rechts, rechts. Mhm. Der fährt jetzt wieder runter, kommt jetzt schnell in Höhe Staatsbank raus. Wenn er sich die Streife hinstellen, wäre er Premium. Drauf. Ja, 61,06 für weiter Wein und Hills runter, der Staatsbank. Schnell fährt wieder rechts, fährt wieder zum kleinen Stand oben in den Bergen. Fahrzeug stehen geblieben, 61,04, Fahrzeug, Person ist außer Fahrzeug rennt. SWK-Klappe hat die an, mit Hammer. 91,41 ab. Bleiben Sie stehen! Pass auf, ne? Ja, der springt jetzt über die Mauer. Erst bei 61, 53, jetzt über Mauer, springt im Hintergarten zum nächsten Haus, war ja. Wo ist der? Siehst du ihn noch? Hä? Hä? Frage aktuell PSZ. Ist er jetzt zu fußläufig? Ja, frei wo? Der läuft hier durch irgendwelche Hintergärten. Wo? 61, 51,
Ist der denn hin? Wir haben aktuell keinen Sichtkontakt mehr. Wir haben ein bisschen verloren. Gar nicht, wo ist der hin? Frage Täter nördlich, südlich, westlich, östlich. In welche Richtung sind wir geflohen? Ja, aktuell nicht bekannt. Letzter Standort 6159. Hinterm Helios. Schießt ihr oder schießt der? Derzeit schießen wir mit einer Beamback. Beschreibung? Ja, Tatverdächtiger wurde gebeamback. 70 zu 65. Täter gesaved. Ja, Fall, wo hier? Ja, wir sind hier zu den Beamten um den Rum. Moin. Oh man, haben sie ganz schön auf Trab gehalten daher, ne? Haben sie Personalausweis? Nee. Wirklich mal ein Foto von ihnen, nicht wundern. Ich guck mal, ob der Aufwertung ist. Hallo, der Herr? Geht's dir gut, die Herrschaften? Ich habe Helm auf. Ey, das ist ein Mampf 6. Oh mein Gott! Mann! Es geht, ich hab mich weggerollt. Ja, Taylor, sperr bitte direkt mit der Sperrzone hier. Ich geh mal kurz, ich ruf mal Feuerwehr an. So, also ich hole Hilfe, bleiben Sie ganz ruhig, ne? Ja. Ich bin mir auch ganz ruhig. Habt ihr die verfolgt, oder was? Nee, die sind, ich hab's auch noch gesagt, zu 100% in einer Sekunde. Moin, Abteilung zeigt der Hilfswagen von Zoe, wir brauchen bei der 7357 sechs Rettungswagen, zwei Fahrzeuge mit drei Besetzungen in einer VU und da sind noch Kopflose reingefahren, das eine hat jetzt noch gegen den Baum geknallt, deswegen, ja. Die Erschaffen sind da eingeschlossen. MAMF 6. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ne. Uns geht's halbwegs gut. Okay, alles klar, ja. Danke. Okay, jo. Ich danke, also Herr Rexen. Ich wünsche ihm viel Spaß mit dem bodenlosen Einsatz, ne? So. Also wie gesagt, ich hab gesagt, zu 100% der knallt in die Leitplanke rein. Bitte macht einen Alkoholtest bei dem, dass da gar nicht, dass da nicht gesund ist. Ja gut, erstmal müssen wir die Medizin nicht versorgen erstmal. Das ist ja im Vordergrund, ne? Den Rest machen wir nachher alles. Wow, ja, waren 5, das waren 6 gewesen, aber gut. Ich hab mal 6 gesagt. Ja, aber SIG-Lab ist... Ach, ich hab gar kein Melder aktuell. Kollegen, kann abholen? Ja. Ja, sucht die Chessie noch? Die Gegend, die gerade mit beim Unfall auf der BRB sind, habt ihr schon die LF? Weil da sitzt da hinten ein Auto. Ja, da kann jetzt wenig. Ey, wir haben RD bis jetzt mit noch. Ja, entweder holen wir dazu, wenn ihr noch sucht. Entweder schießt ihr euch alle Kollegen um oder nicht. Ja, verständlich. Ich weiß ja nicht, ob wegen was gesucht wird. Entweder will er uns gleich alle hochnehmen oder nicht. Der Chessie, der war wohl irgendwie besoffen oder so. Ach so, wenn es so, na gut. Also für so ein Ding, ja. Also ja, er ist kein Abwehr offen oder sowas, ja? Dann passt das. Okay, also euch geht's wohl okay, dann wollte ich mich da hinten gucken, wie es den Leuten geht, ja? Wenn irgendwas ist, sagt Bescheid, ne? Ja, wir schreien dann ganz laut. Okay, ich hör's bestimmt. Ey, Schwanzbaden! Ah, Herr Chessny, hab sie nicht vermisst. Wunderschön. Junge, hast du Abflug gemacht? Geht's dir gut? Ich bin da eingestiegen, die Jungs hatten mich eigentlich rausgeholt aus der Autobahn.
wollte mich eigentlich in der Stadt rauslassen und ja. Was war denn? Geht's dir gut oder hast du dir auch wehgetan? Ja, was? Ich? Ja. Was soll ich mal wehgetan haben, hä? Ach so, nee, alles gut. Also stellvertretend. Was relevant ist. Frage nach Strafeinteilung. Ja, bitte. Ja, wir sind gerade noch an einen Einsatz gebunden. Ob ich gebraucht werde? Oder besser einen Mann nehmen. Ob ich missbraucht werde? Ne, ich werde nicht missbraucht. So, also Herrschaften, jetzt sind Sie auf dem Weg, bleiben Sie ganz ruhig. Wie ist mit den Schmerzen bei Ihnen allen? Wo Sie könnten auch ruhig erstmal da arbeiten. Kümmerst du dich mal hier um den Wagen, dann gucke ich mir nochmal einen anderen an. Ja. Okay, eben wäre schwindig, übel. Leid. Hm? Scherzen, ich habe keinen Wort verstanden. Ah, alles gut. Ich habe Helm aufgehabt, mir ist okay bisher. Okay. Gut, halten, bleiben Sie ganz ruhig, ja? Treffen Sie es auf dem Weg, es war nicht wirklich gut besetzt und ja. Also alles gut. Kriegen Sie die Türen auf, die Herrschaft. Frage wird an der Einsatzleiter, an der Einsatzfrage noch Unterstützung benötigt. Ich glaube, Fahrer ist bestimmt gebeugt. Ich kann mal versuchen. Zuerst Person am besten hinten, weil er hat nicht so viel abbekommen. Wenn ich schon mal die Feuerwehr, ne? Ja, oder so. Ich versuch mal. Okay. Zieht mal hinten bitte an der Tür. Hinten rechts, ja. Kräftiger. Ja. Monaco. Ja. Hatten Sie irgendwie Stress mit der Polizei oder so oder was? Nein. Nein? Wir haben Unfall gehabt, wir sind uns hinten rausgefahren. Okay. Also alles entspannt, ja. Alles entspannt. So, Herr Chesney, ich guck mal Sie erstmal als erstes an, ja? Guck mal lieber nicht, das wird ja auch noch wehgetan, Herr Schwanzbaden. Na, alles gut. Ich bin gekonnt zurückgerollt, ja, wie ein Huhu! Ja, okay, so. Wie ein Vogel. Wie ein Vogel, genau, Herr Chesney. So, also, ich nehme mal ganz kurz den Helm schon mal ab, Herr Chesney, ganz vorsichtig, ne? Meinst du, ist das sicher, du das machst, nicht besser Rettung? Nee, ach, ich bin Notfallsanitäter. Hallo, das ist eine Frechheit, Herr Chesney, ja? So geht's Ihnen. Ich bin schon oft Rettungsdienst gefahren, da habe ich Sie hochgeholt, Herr Chesney, ja? Dann ja, raus. Ja, so, okay. Dann machen wir mal ab hier. Okay. Gut, Herr Chesney. Ich klopfe jetzt einmal ganz kurz hier den Wirbel ab. Wenn es weh tut, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Okay, das passt soweit. Tut nicht weh, Herr Chesney, ne? Gut, wenn ich jetzt hier an den Kopf packe und ein kleines bisschen drücke, tut das weh? Nein. Gut, einmal den Kopf komplett nach unten, bitte. Einmal komplett nach oben. Und wieder normal. Tut das weh? Zieht das irgendwo? Nein, das wird immer besser so. Okay, gut, Herr Chesney. Dann, ich taste jetzt einmal den Körper ab. So, erstmal fangen wir hier an. So, Becken ist stabil, ne? Fühlt sich mir so an, ne? Reingefahren. Wir haben Unfall. So, Torso ist auch nicht verhärtet, alles entspannt. Wenn ich hier reindrücke, Herr Chesney, tut das weh? Nein. Okay, wer jetzt mit der Luft, Herr Chesney? Also, mir ist so, weiß ich nicht. So hab ich so, weißt du? Ja, was soll ich da anfangen? Wie weiß denn nicht dieser deutsche Wort? Also kriegen sie... Jackson! So, ich da alles nicht mit und alles gut. Okay. So, ich weiß, wie heißt das so? Okay, ich bin sofort da, ich schon mal ganz kurz ein Zero-Code vom Kollegen. So, alles gut. Ja? Okay, gut. Kannst du mir ganz kurz einmal so ein Ding geben zum Abhören, der Junge? Okay. Stethoskop heißt es, genau. Was ist hier für ein Problem? Ja, also der Herr Chesney hat einen Autounfall. Ich bin gerade noch in der noch ABCDE-Schema am Prasseln. Bis jetzt ist soweit alles unbefunden. Wenn du dem betreust, passt du das. Ja. So, ich schaue einmal auf die Lunge, Herr Chesney. Ja? So, einmal bitte einatmen. Ausatmen. Einatmen und wieder ausatmen. Okay, gut. Die Lungenflügel sind beidseits belüftet und keine Rasselgeräusche. Das ist schon mal sehr gut, Herr Chesney. Ja. So, was habe ich jetzt noch nicht gemacht? Ich habe abgetastet. Nee. Okay, gut. Ja, dann machen Sie das, Herr Chesney. Ich will Sie davon nicht abhalten. Probieren Sie mal mit den Beinen, die Beine ein bisschen zu bewegen. Hoch und runter. Geht das? Ja. So, okay. Wie ist. Herr Chesney, setzen Sie mal hin, bitte, Herr Chesney. Hallo. Ja. Aber hinsetzen wir mal, Herr Chesney. So. Können Sie, wenn ich jetzt hier mit der Hand lang streiche, fühlen Sie das alles?
Alles gut. Okay, auf der Seite genau gleich wie auf der anderen Seite. Okay, bewegen Sie mal die Zehen. Also ein bisschen wackeln. Okay, das passt auch. Ja, nicht so Herr Schlesny, ja. Aber in Alkohol-Intus ist das soweit alles mehr. Wie viel haben Sie jetzt getrunken? So 8 Bier? Nur 9 Bier? Ne? Da war, glaube ich, der 6. aber der erste seit einer Stunde. Das erste, Herr Schlesny, ich bin fast schon stolz auf Sie, ne? Gut, also, soweit, ich habe jetzt bei Ihnen die Erstanalyse gemacht. Soweit ist es erstmal alles OB, ja. Passt soweit. Sie haben also keine Schmerzen, hier ist nicht übel, nicht schwindelig. Nein. Gut. Dann, Herr Schlesny, es bringt alles soweit. Okay, das freut mich doch, ne? Na, es ist alles okay. Ja, außer dass wir wieder zu viel gesoffen haben, wie immer. So, okay. Wo ist Zeit? So, ihr Schaffen, wie sieht's hier aus? Ui. Ja, perfekt, Herr Schlesny. Ich bin wieder stolz auf Sie. So, wie sieht's hier aus? Alles okay hier? Ja. Oh, okay. Frage an die Kollegen, am Unfall, ist euch da irgendwas bekannt mit dem Pfeil, mit den Herren im weißen Anzug, der möchte darauf, dass ich mit zu euch nach hinten komme? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was für ein Schiff? Was, wie bitte? Können Sie mal kurz zurückkommen, wir haben eine wichtige Info für Sie. Okay. Ja, möglicherweise soll das hier gleich eine Falle werden für uns, dass wir hochgenommen werden. Ich informiere mal die Kollegen auch von der Polizei, also, dass die da aufpassen sollen. Ja. Ich bräuchte jemanden vom Zoll und ich weiß nicht, wer. Ist hier. Wie? Was der Anzug? Was ist denn? Hallo, der Herr. Hier. Der wurde ganz genau was? Hier, genau, der Herr Steifen da, der möchte auf, was. Aufgenommen. Ich verstehe kein Wort, Sie müssen ein bisschen neuer reden, bitte. Ja, die netten Herren da hinten, ne? Die haben mich aufgenommen. Auf der Autobahn. Und haben hier die ganze Zeit was von Drogen geredet und, von so illegalen Aktivitäten. Und dann haben wir gesehen, wie die hier so eine Waffe, wie sie einen Taser und wie eine Pistole ins Handschuhfach gelegt haben. Zwei. Bei denen Auto jetzt? Ja, genau. Die haben es hinten in den Handschuhfach eingelegt. Ich bin auf jeden Fall Zeuge davon. Ich mach mal auf, ne? Warum wird mein Auto aufgebrochen? Naja, Schätzchen, du musst mal kurz was gucken, ja? Was denn? Jetzt mal jetzt auch mal fallen können wegen Aufschießen. Weg, hallo Chesney, lass hallo. Runter. Herr Chesney, hallo! Chesney, runterlassen! Runterlassen, Chesney, letzte Warnung! Der soll verschwinden von da. Lass ihn runter! Ich hatte die Hoffnung, dass sie es nicht bemerken, deswegen Herr Chesney, schließ mit mal das Auto auf! Da wird gar nichts aufgeschlossen. Warum wird mein Auto aufgeschlossen? Herr Hilfsmann möchte gerne reingucken. Ja. Nein. Grund. Einfach mal. So, möchtest du das Auto aufmachen? Also, aber mit der Auto aufschießen, dann müssen wir es aufknacken, hier schaffen, ja? Warum wird mein Auto... Weil ich da jetzt gerne reinschauen will. Wie bitte? Weil ich da jetzt eben gerne reinschauen will. Und ich will das nicht haben. So viel wollen, ohne Grund darfst du sowieso. Ich hab einen Grund, alles gut. Aber ist dann nicht Ihre Sorge, ne? Dann mach ich das jetzt so auf, Herr Chesney. Nein. Mach da jetzt nichts auf. Was wollen die von mir? Gut, also Herr Chesney, entweder aufmachen oder ich mal auf. So oder so, wie wird das aufmachen? Er hat die Schlüssel nicht dafür. Ich. Oder die Feuerwehr macht das. Mir ist halt egal. Also entweder schießen sie auf, wir machen einen Zeitgewalt auf. Dann haben sie halt einen Sachschaden, ne? Hey, Papa, wird mein Auto über aufgeschlossen? Was ist das scheiß Problem? Einmal bitte kurz auf Seite gehen. Was ist das scheiß Problem? Okay, also, der Herr, folgende Sache jetzt. Ich gebe mir jetzt einmal eine amtliche Anweisung, dass sie das Kraftfahrzeug aufzuschließen haben. Sollten sie dieser Aufführung nicht nachkommen, werden wir das Kraftfahrzeug überall öffnen. Ja, das aber, Auto zu. Ich hab da eine Frage, warum wird dann mein Auto jetzt weggefahren oder so? Bin ich weggefahren. Also ja, schließen Sie bitte jetzt Ihr Kraftfahrzeug jetzt auf, oder wir werden das Gewaltfeuer öffnen. Ja, aber wofür denn? Wofür denn? Kann ich bitte wissen, wofür? Das erkläre ich nachher, als wir fertig sind. Ich würde es gerne Ihnen als öffnen, wenn Sie mir sagen würden, wofür. Ja, also. Ich will nur den Grund dafür wissen. Nee, schließen Sie einfach auf. Wenn da nichts drin ist, dann passt das. Was soll denn bitte da drin sein? Eiskirchen, machen wir es halt noch so auf, okay. Hä? Auto sollte offen sein. Herr Meier, für dich, ah, ja, okay. Gibt den weißen All das Pool hat gesagt, dass da Waffen im Auto sind im BMW, deswegen hat der Rotkopf. Taylor? Ja. Er ist positiv. Kampfpistole, Pistole, Taser, einmal jetzt ins Magazin. Guck mal in den Kofferraum rein. Was wird gemacht? Ne, noch nicht. Ich guck kurz in den Kofferraum. Das ist okay. Okay. Wer gehört das Auto, die erschaffen? Was? SEG oder PET? Batterie ist abgeklemmt. Also du bekommst.
sonst keinen vom Feld dran, dass die noch mit Einzelkampf rankommen. Kurz Foto machen. Gesehen? Das ist dann Fackelrichten hier. Hä? Was ist das? Was hab ich da? So, wer ist der Fahrer, wer ist der Halter des Kraftfahrzeuges von Ihnen beiden, die er schafft? Keiner. Und haben Sie den Schlüssel dann links? Ich hab den bekommen. Wer ist der Fahrer des Fahrzeuges gewesen zum besagten Zeitpunkt des Unfalls? Keiner. Egal, was hast du damit zu tun, hä? Okay, also keiner von ihm. Okay. Wer ist gefahren? Keiner. Okay. Wer hat die Waffen ins Fahrzeug getan, ins Handschuhfach? Die Kampfpistole, Pistole, Taser und das Munitionsmagazin? Kann nicht sein. Keiner, kann nicht sein. Sie können generell Ihr Kollegen fragen. Dieser Mann da vorne, der sagt vorne der auf jeden Fall. Ja? Der hat damit uns gefahren. Also, wie schnell waren Sie denn ungefähr, als Sie hier reingekommen sind? Keine Ahnung. Ich bin hingefahren, dann bin ich halt dagegen geknallt, gegen das Ding dort. Mit irgendwie 150 oder so. Dann bin ich jetzt. Brauchen wir auch eine weitere Streife nochmal hier bei der 7287 auf der Autobahn. Wir werden gleich wahrscheinlich zwei Personen wieder festnehmen. Er hat beide Streife verstanden, ich alle mir nach. Wenn ich nicht ausschließen kann, dass sie innere Verletzungen haben, würde ich sie gerne mit uns reinnehmen. Die 10 von der Sitzung? Ja, ich würde auch gerne mitkommen. Passt, dann kommen wir mal mit und ein paar Mal drücken runter. Ja, begeben Sie sich einmal BAB, Höhe Casino, Stadt einwärts. Zwischen Casino und Wasserwerk. Und was willst du jetzt machen, Nisban? So, ja. Kann er keiner gefahren und es gibt keine im Auto. Ja, wir suchen die jetzt auch beide. Ja, geben Sie mir kurz. So, Herr Schessen, ich versuch's mal ganz kurz. Was Eger ist dabei? Bitte? Ich versuch's mal ganz kurz, Herr Schessen, was Eger ist dabei? Ja, Sonderwegerechte frei. Okay, alles klärchen. 11:21, Sie können schon. So. Bleiben Sie mal sicher. Okay, das passt mal, können Sie wieder umdrehen. Ich weiß nicht, wie die Lage hier vor Ort genau ist. So, Herr Schessen, ja, Sie können sich nicht erzählen, wie die Waffen da reinkommen, ne? Nein. Okay. Ja, dann, warte. Wir bräuchten ja auch mal eine Streife von Zollkriminalamt. Ja, guck. Jo, verdammt. So, also Herr Chesney, ich bin erstmal ganz kurz, sind wir erstmal beschuldigt an Strafverfahren wegen Verschuss gegen WFG 51 Paragraph. Sie müssen sich Sachverhalt nicht äußern, können es aber, wenn Sie wollen. Sie können sich jetzt als schriftlichen Sachverhalt äußern und Sie haben Recht auf den Pflichtverteidiger. Machen wir jetzt folgendermaßen, dann könnte ich einmal frei zuordnen, wer von Ihnen drei im Fahrzeug sozusagen die Waffen da reingetan hat, aber die Waffen besitzt von Ihnen drei. Heißt, wir werden den Sachverhalt jetzt den Zollkriminalamt übergeben, die werden Fingerabdrücke von Ihnen wahrscheinlich nehmen und das mit den Waffen vergleichen und gucken, wer von den, auf den Nenner kommt, Herr Chesney, ja? Wir sind halt jetzt erstmal, wie gesagt, beschuldigt haben. Wir müssen halt dazu jetzt nicht sehr belasten, so ein Zeug, ne? Wo ist der andere Typ jetzt, Heller? Weiß ich nicht, kein Krankenhaus. Achso, haben wir gerade mitgenommen, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay. Also, Herr Chesney, haben Sie soweit verstanden, was jetzt die Sache ist, ja, ne? Ich hab verstanden. Okay. Habe ich auch mal die 311 rein, das Baden. Ja. Da hat er gerade alle da. Hä? Was ist denn jetzt hier passiert? Ja, hat er laut, alles gut. Nee, dann ja, das ist. Nicht beachten. Ja, what the fuck? Wird sich mit dem gekümmert. Er ist direkt schlafen gegangen. Ey, die sind alle im Arsch. Bühler. Bühler, kommst du? Der vermummte Kollege, kommst du? Also, in dem Fahrzeug, da vorne haben wir eine Kampfpistole, eine Pistole, ein Taser und ein Munitionsmagazin, ne? Es saßen drei Leute im Fahrzeug drin, aber Herr Chesney und zwei weitere. Wir können jetzt auch nicht immer frei zuordnen, wer die Waffen da reingetan hat. Deswegen, wir nehmen erstmal alles mit, würde ich sagen. Ich geh auch eine Person helfen, ne? Ja.
Und ihr müsst dann gucken, was ihr daraus macht, weil ihr könnt es nicht frei zuordnen, so weißt du, wie ich meine? Ja. Damit ihr den ganzen Sachen habt. Ich gebe dir schon mal die Pistole, ja? Nee, ich hab schon eine Schwenkel. Hat ihr irgendwer keine Pistole? Ich kann meine gleich wegnehmen. Hat wer irgendwer keinen. Ja, okay, warte, Heinrich, dann gebe ich dir die. Wie heißt du nochmal? Spitzname. Hallo. Hallo. Okay, so habe ich dir gegeben. Danke. So, und das. Okay, ja. So, guckt, was ihr daraus macht. Der Rest ist noch ein Handschuhfach vom Fahrzeug drin, ja? Guck mal. Ja, so, also er war im Fahrzeug drin und der Herr Schessling war im Fahrzeug drin. Kann ich einsteigen? Genau. Er ist abgeschlossen, macht nochmal einfach aufbrechen. An den Abend kriegen wir so nichts dran mit dem Blutfluss. Taylor, wo bist du? Achso, hier. Taylor? Ja, wer guckt da an, mal kommt raus. Taylor?